Ich habe unser Leben aufs Spiel gesetzt und dich den weiten Weg bis hierher nach Chinafoodtown gebracht, damit wir mal von Mann zu Mann reden können. Ich weiß, die letzten Monate waren etwas schwierig, weil deine Mutter sich so irrational verhalten hat und mir gegenüber so abweisend war. Nein, sag jetzt nichts. Du und Shapy, ihr seid noch jung, habt Bedürfnisse und seid so sensibel. Deswegen beschlossen deine Mutter und ich zusammen zu bleiben, einfach um den Schein zu wahren. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass wir uns nicht um unsere Kinder kümmern. Das ist etwas, mein Sohn, das niemanden etwas angeht. Ich hab gebetet, dass ihr wieder zusammenkommt. Tja, Junge, dafür darfst du dich bei mir bedanken. Ups, wir müssen los. Oh ja, du hast recht. Mom und Shapy sind sicher schon unruhig. Meins, meins, meins! Meins, meins, meins! Warum ist Chinafoodtown so weit draußen am Rande von Moreton Dad? Um an eine Köstlichkeit zu kommen, ist der Weg zu weit. Um zu Ausländern zu gelangen, ist er zu kurz. Nun, wenn du mich fragen würdest, Orel, was du ja nie tust, dann würde ich sagen, dass Gott will, dass andere Menschen von uns getrennt leben, so wie die Europäer, wohin auch immer er sie getan hat. Das ist wahr. Aber man darf sich ruhig zwischendurch mal einen Angstkick geben, indem man der Sache gefährlich nahe kommt. Ist das sowas wie Achterbahnfahren? Aha. Und wo wir gerade davon reden, geht es auch schon los! Alle wurden nach Gottes Ebenbild erschaffen. Aber was bedeutet dieser Satz wirklich? Wenn eine hässliche, fette Frau nach Gottes Ebenbild erschaffen wurde, wie kann dann eine hochnäsige, hübsche Frau ebenfalls nach Gottes Ebenbild erschaffen worden sein? Nun, da es sich hierbei nicht um Quantenphysik handelt, ist die Antwort ganz einfach. Manche Menschen sehen Gott ähnlicher als andere. Und wir als Protestanten haben in dieser Disziplin einen nicht aufzuholenden Vorsprung. Mit unseren wundervollen angelsächsischen rechtschaffenen Zügen und unseren... Nun, ich denke, das war's. Also, Amen. Amen. Hey, Orel, willst du mit Billy, mir, Joe, ihm und Tommy spielen? Komm schon, Billy. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Die Katzen machen sich nicht von alleine sauber. Sie arbeiten wirklich hart, Mr. Figurelli. Es gibt nur drei Dinge, die wir Figurellis tun. Wir arbeiten hart, wir lieben Gott und wir wünschen, da wäre noch etwas Drittes. Dad, darf ich nur einmal mit den Jungs spielen? Kein Problem, Junge. Aber sei bitte pünktlich um 3 zu Hause, denn du weißt, da müssen wir alle nicht 3 Uhrteile der Uhr putzen. Alles klar, Dad. Danke. Ich putze die Katze an meinem Freitag. Ich putze die Katze an meinem Freitag. Spielen macht Spaß. Was wollen wir spielen? Lasst uns Kirche spielen. Kirche? Ja. Wie wär's mit weichter Flasche aus? Au. Ja, du hast dich geschnitten, genauso wie ich's wollte. Die erste Runde hab ich gewonnen. Oh, das war aber nicht sehr nett. Ich entblute. Fürchte dich nicht, mein Bruder. Bitte, und der Herr wird es dir geben. Das scheint irgendwie nicht das richtige Pflaster zu sein, oder, Billy? Das Pflaster ist perfekt, ich fühle mich schon viel besser. Ja, aber es passt gar nicht zu deiner Hautfarbe. Vielleicht habe ich das falsche gekauft. Jau! Au! 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 Hey! Cool! Wow. Echt super! Wow. Tja, die Pflaster sind in Ordnung. Kann ich es wieder zurückhaben? Orel, Gott will, dass andere Menschen von uns getrennt leben. Manche Menschen sehen Gott ähnlicher als andere. Andere. Ich glaube, ich sollte das behalten. Und wir als Protestanten haben in dieser Disziplin einen nicht aufzuholenden Vorsprung. Herein. Reverend Putty, kann ich Sie mal kurz sprechen? Kein Problem. Kein Problem. Danke, Orel. Figurellis ganz nach hinten. Kein Problem. Danke, Orel. Danke, Orel. Entschuldigung, keine Fege erlaubt. Kein Problem. Und wir bevorzugen die Anrede Feger. Was redest du denn, Frau? Das stimmt doch gar nicht. Ich brauche dringend Unterstützung. Hier gibt's Rassenunruhen. Daran könnte ich mich gewöhnen. Danke, Orel. Und hier
Hier eine Sondermeldung. Dank der Morrison-Rassentrennungsinitiative ist es endlich gelungen, die Figurellis auszugrenzen. In ihre eigene Toilette, in ihr eigenes 5-Sterne-Restaurant und demnächst auch in ihr eigenes 12-Zimmer-Luxustraumhaus am Rand von Morrison, damit sie wissen, wo sie hingehören. Extrablatt, Extrablatt! Die Figurellis müssen ihre eigene landesweite Zeitung herausbringen. Lesen Sie alles über uns. Extrablatt! Dreidel, 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 Jesus machte ihn aus Ton. Dreidel, Dreidel, Dreidel und auch Wein aus Wasser schon. Bitte schön, Mr. Christine. Vielen Dank. Ich weiß noch nicht, wie ich am Sabbat das Licht anmachen soll. Ach, nur Mut. Das kriegen Sie bestimmt hin. Figurelli. Die Leute in der Stadt sind alle ein bisschen Mischucke geworden wegen dieser Rassentrennungssache. Oi, es erinnert mich an König Herodes, als er Spilkes wurde wegen unseres Herrn und Heilands. Mhm. Na, Sie wissen doch, es fängt an mit Vorurteilen und am Ende ist alles kaputt. Was? Das ist doch lächerlich. Warten Sie, Sie können sich auf meinem christlichen Speicher verstecken wie ein Osterei. Das ist wirklich nicht nötig, Josiah. Rate Simon nicht, wie kurz mich Jesus zu helfen, als er das verkackte Kreuz geschleppt hat. Nein, vielen Dank, Mr. Christine. Jesus wird mir schon helfen. Ey, Mann, ich meine, Amen. Oh, das klingt ja fast ähnlich. Bis nächsten Freitag. Dreckiger Ficker. Lausiger Schmock. Im Namen des Herrn. Figurellis! Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Ihr seid keine Figurellis! Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Das sollte nicht so sein. Ich meine, das sind unsere Kinder. Unser ganzes Leben lang haben wir hart und schwer gearbeitet, damit aus ihnen anständige Menschen werden. Und das ist unser Lohn? Ein paar Figurfreunde! Die Kinder nennen sie Figurellis. Das heißt weiße Figurellis. Also ich nenne sie Niggerellis. Das steht für nutzlose Figurellis. Diese ganze Rassentrennungsgeschichte ist von Anfang an völlig falsch gelaufen. Und jetzt zersetzt sie unsere Gesellschaft. 30% mehr saubere Katzen, 58% der Straßen sind picobello sauber und die Kein-Problem-Einstellung hat dafür gesorgt, dass hunderte Jugendliche sich freiwillig zur Renovierung der Stadthalle meldeten. Was passiert mit unserer Gemeinde? Ach, das ist doch bloß Propaganda. Jeder weiß, dass die Juden für Jesus in Morrilton die Medien kontrollieren. Na dann. Da reicht man einem Figurelli den Finger der Diskriminierung und er schnappt sich die ganze Hand. Als nächstes verlangen sie noch ihre eigene Bücherverbrennung, als würden die schlechten Bücher, die ich ihnen empfahl, nicht reichen. Jemand sollte diesen Figurellis eine Lektion erteilen. Heiliger Bimbam, Christine hatte recht. Was für eine Lektion, mein Junge. Ach, ich weiß auch nicht, Danielle. Ich bin so verspannt. Oh, komm zu Papa. Hush, little Lemmy Bear, close your furry lips. Wo wohnen diese Figger? 623 Address Lane. Kommt schon, auf den Dachboden. Hier oben werden sie uns nie finden. Hier, Susi, fang an, Tagebuch zu führen. Warum, Daddy? Naja, das wird gut sein, wenn du tot bist. Lemmy Bear, kiss me good. Nein. Kein Problem. Kein Problem. Hey, Jungs. Gut, dass ihr gekommen seid. Oh, das sind ja die Figurellis. Komm, verschwinden wir. Wartet, mein Haus. Gibt es Hoffnung? Tja, es sieht ganz so aus, als wären die einzigen, die nichts abbekommen, die Kirche und das neue Figurelli-Rassentrennungstraumhaus. Wie hat diese ganze Figurelli-Sache eigentlich angefangen? Reverend Putty, kann ich Sie mal kurz sprechen? Sprechen? Aha, Gemeindetreffen in der Kirche und bring deinen Sohn mit. Ja. Toll, Mr. Figurelli. Diese Lampe wird in Ihrer Verbannungsvilla bestimmt großartig aussehen. Oral! Ach, Dad. Ich wollte sie nur von uns trennen. Ich habe nur das getan, was Gott von uns verlangt. Ich weiß, Junge, deine Absichten waren ehrenvoll und rechtschaffen. Aber in diesem Fall war es nicht rechtschaffen, sondern falschschaffen. Wow. Du hast mit deinem Verhalten alles auf den Kopf gestellt. Dadurch hast du es nur unbequem für die Rassisten gemacht und nicht für die andere Rasse. Und da stellt sich die Frage, warum überhaupt diskriminieren? Genau. Halte dich aus Sachen raus, die nur was für Erwachsene sind. Verstanden? Kein Problem. Ich meine, ich habe verstanden, Dad.
Guter Junge. Gehen wir was essen. Wer geht mit zum Italiener? Ja, Italiener ist gut. Gerne. Land in your cuddle ball.